Leonardo DiCaprio in Django Unchained. Meine Herren, Sie haben bereits meine Neugier geweckt. Jetzt haben Sie meine Aufmerksamkeit. Dieser Mann steckt also hinter der deutschen Stimme von Leonardo DiCaprio. Zudem ist er der Grund für diese außergewöhnliche Fotoausstellung. Das war so im Jahr 2014. Da habe ich mit meiner Lebensgefährtin Shutter Island gesehen. So der große Klassiker von Leonardo DiCaprio. Ich surfte parallel auf dem Handy und habe dann die Stimme gehört und dachte so, wow, was eine markante, sexy männliche Stimme. Und ich war innerhalb von zwei Fakten ein bisschen schockiert. Erstens, dass ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht habe. Und zweitens, dass ich mir den Sprecher optisch ganz anders vorgestellt habe. Wie sehen sie aus, die Synchronsprecher der Stars? Diese Frage soll die Wanderausstellung Faces Behind the Voices beantworten. Die 30 Porträts sind ab heute im Stuttgarter Hauptbahnhof zu sehen. Zu jedem gibt es eine Tonprobe. Denn ohne die Stimme wird die Zuordnung schwierig. Kennen Sie die Person hier? Sagt mir leider jetzt gerade nichts. Ein Mann kommt aus dem Wagen gestiegen oder er steigt aus dem Wagen. Er kommt direkt auf Sie zu und sagt: Mein Name ist Bond, James Bond. Das ist Bond? Wer hätte das gedacht? Es gibt aber auch Synchronsprecher, da passt das Äußere zur Rolle schon besser. Es gibt nur zwei Männer, denen ich vertraue. Der eine bin ich und der andere sind nicht Sie. Das ist ein ganz normaler, lieber Familienvater, der total lieb ankommt mit seinem Hemd und ein Fahrrad angeradelt kommt und dann irgendwie die harten Vin Diesel Too Fast and Furious Stimmen und was spricht denn noch, Nicolas Cage und wen auch immer, also richtigen Bad Boy Rollen. Beeindruckend, Sandra Schwittau. Ich bin Eva Mendes und ich lebe in Hollywood. Oh Mann, Eva Mendes! Ich hab sie schon im Fernsehen gesehen. Ich wollte Bart Simpson die Stimme drin haben und war dann wirklich auch in der Recherche schockiert. Frau, nochmal neu gegoogelt, irgendwie muss ein Fehler sein. Ich so, wow, ist wirklich eine Frau. Sie ist wirklich der Lausbub und die sexy Latina. Muss ich haben. Also dieser Kontrast, diese kontrastreicher geht's ja nicht, ne? Der Fotograf ist ein riesen Simpsons-Fan. Da darf natürlich Homer nicht fehlen. Seine deutsche Stimme stammt vom mittlerweile verstorbenen Norbert Gastel. Dieser verfluchte Flanders. Das ist Homer. Den kennen Sie sogar schon optisch, ja. Am Gesicht erkannt, das ist bei diesen stimmgewaltigen Synchronsprechern eher selten.